Schön, dass ihr wieder mit dabei seid bei einer neuen Ausgabe von Voll Queer und einem weiteren Mein Schwules Sex Spezial. Bevor wir loslegen, möchte ich euch noch bitten, klickt hier und jetzt auf Folgen, wenn ihr diese Folge über Spotify hört, damit ihr immer up to date bleibt, wann die nächste Folge erscheint. Vielen lieben Dank. Auch heute bekommt ihr wieder ganz viele persönliche Geschichten zum Thema schwuler Sex zu hören und deswegen habe ich mir einen treuen Zuhörer geangelt für heute, der Fotograf ist, nebenbei Drag macht und mit seinem Ehemann schon 12 Jahre zusammen ist. Das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. 12 Jahre. Und deshalb stellen wir uns heute auch die Frage, wie hält man sein Sexleben frisch in einer Langzeitbeziehung? Ich heiße ihn jetzt einfach herzlich willkommen. Hallo Espedito. Hi Antonio, grüß dich. Ich freue mich, dass du heute da bist. Stell dich mal kurz vor. Ja, also ich bin Espedito, 33, bin Fotograf, Friseur. Beruflich bin ich ein Allrounder. Und wie du es schon sagtest, ich bin ein treuer Zuhörer. Genau. Friseur habe ich ja komplett vergessen mitzusagen. Wie konntest du nur? So schlecht recherchiert einfach, oder? Dazu sage ich mal nichts. Sag mal lieber gar nichts, okay. Nein, du sollst heute natürlich ganz, ganz viel sagen. Vor allem geht es ja um das Thema Langzeitbeziehungen heute. Wie ich schon erwähnt habe in der Einleitung, du bist ja schon 12 Jahre zusammen mit deinem Ehemann. Genau. Und ich denke mir, dass man da auch sehr viele Höhen und Tiefen erlebt hat in seinem Sexleben. Bevor wir aber zu diesem Punkt kommen, erzähl dir mal, was ist so, wo liegt für dich so diese Schönheit darin, mit einem Mann Sex zu haben? Primär ist es einfach diese körperliche Nähe, die man zu einem Mann haben kann, was man vergleichbar zu einer Frau nicht haben kann. Also ich persönlich hatte schon eine kurze kleine Erfahrung mit einer Frau und es hat mir einfach nichts gegeben. Genau. Und dieses Gleichgestellte, ich weiß, wo ich etwas berühren kann, um etwas auszulösen. Deswegen ist für mich Sex mit einem Mann pure Fantasie. Fantasie, die auch hoffentlich in der Realität umgesetzt wird. Aber natürlich, und das nicht wenig. Ja. Hoffentlich ganz viel und ganz gut. Wir haben ja schon erwähnt, 12 Jahre lang. Das kennt man ja. Ich meine, es klingt vielleicht wie so ein Klischee, aber man hört es zumindest nicht oft in der schwulen Szene, dass man 12 Jahre lang zusammen ist. Und da würde es mich mal interessieren, so, das klingt ja nach etwas ganz Besonderem für mich. Führ uns zurück zu dem Anfang. Wo hat das alles begonnen mit euch? Der Anfang war am 2.7.2011. Okay, weißt du noch die Uhrzeit? ja, wir sogar am Tag davor. Wir haben geschrieben über die Dating-Seite, die man so kennt. Und wir wollten uns tatsächlich zum Sex verabreden. Und ich habe meinen Koffer gepackt mit meinen Spielsachen, mit meinen Fetischklamotten. Und Samstag, den 2.7., haben wir kurz telefoniert. Da habe ich zum ersten Mal seine Stimme gehört und habe dann zu ihm gesagt, wow, du hörst sogar wie die Person, die wir zusammen kennen. Ich habe das dann im Raum stehen gelassen und hingefahren nach Göppingen. Das ist halbe Stunde von Stuttgart entfernt. Ja. Angekommen, begrüßt, Platz genommen und auf die Uhr geguckt und es sind 5 Stunden vergangen. Und einfach gewartet und gesessen natürlich. Nein, wir sind in der Wohnung, wo er lebte, es ist wie ein Museum und wir haben über Gott und die Welt, auch wenn es sich ganz klassisch anhört, geredet und wir haben echt die Zeit verloren. Ne? Dann kam der Grand Prix, ein ganz, ganz großer Thema in unserer Beziehung, der Eurovision Song Contest, Musik, Literatur, Kunst. Und dann habe ich zu ihm gesagt, weißt du was, Marco, ich habe keinen Bock mehr auf Sex. Und er so, wie, keinen Bock mehr? Sage ich, dann habe ich zu ihm gesagt, lass uns doch eine Pizza essen gehen. Und so fing unsere Geschichte an. Das heißt, ihr hattet zuerst Sex, dann kam der Eurovision Song Contest ins Spiel. Ich weiß noch immer nicht, was es genau mit Sex zu tun hat. Aber ein netter, wie soll ich sagen, nette Abzweigung zum Eurovision Song Contest. Genau. Und dann habt ihr eine Pizza gegessen. Wow, sehr viele Informationen. Wir gehen nochmal zurück zum Anfang. Dein Koffer, von dem du erzählt hast, ja.
Dein Koffer klang ja sehr ominös hier, so ein bisschen, wenn ich das so sagen darf. Was war in diesem Koffer denn alles so drinnen? Also ich habe einen Rubber-Fetisch, da war eine Hundemaske drin, da war mein Bodysuit drinnen, da waren Boots drinnen, ja, paar Dildos waren da drin. Ich muss aber euch enttäuschen, das kam an dem Abend nicht zum Einsatz, weil wir eben die Pizza essen gegangen sind. Und ich bereue es auch nicht, dass da an dem Abend nichts lief. Ich meine, Essen geht vor, oder? Sowieso. Essen geht immer vor allem Sex mit leerem Magen geht gar nicht. Wirklich, also ich könnte es zum Beispiel mit vollem Magen nicht. Ich meine, zumindest sage ich mal so, passiv sein mit vollem Magen, das geht dann für mich zum Beispiel gar nicht. Spannend. Aha, ja. Ja. Und dann ging es weiter. Okay, ihr habt die Pizza gegessen. Hat sie gut geschmeckt? Wollen wir das mal hier feststellen? Wir halten das fest, ihm war es kalt und er hat die Hände unter der Pizza getan. Und das ist so unser Insider-Witz, wenn wir kalte Finger haben, dass wir sagen, komm, wir gehen kurz Pizza essen gehen, dann wird es uns warm. Genau. Ja. So Ich hat muss es. aber auch sagen, ich bin dann nachts bei ihm geblieben. Und wir lagen gemeinsam im Bett und haben natürlich geküsst. Klar, wir sind aneinander gekommen. Das war wunderschön. Es war auch wichtig, auch zu erkennen, wer ist mir eigentlich gegenüber. Dieses Tiefgründige hatten wir schon mal aufgekratzt. Ne? Also wie eine Art Alterbuch, sage ich jetzt mal, wo du jetzt aufklappst. Ne? Und ja, und man liest die Zeilen und wir haben miteinander gekuschelt. Es wurde auch wild, keine Frage. Aber es war eben keine Penetration da. Das war und ist mir immer, wenn ich diese Geschichte erzähle, wichtig. Ja. Ja, aber ich denke mir, dass, also schwuler Sex wird oft nur mit Penetration verbunden. Ich denke mir, dass es gibt so viel mehr eigentlich, aber da scheiden sich ja die Geister ein bisschen. Das Die stimmt, da gebe einen ich dir sagen recht. so, nur Analsex ist Sex und Oralsex ist kein Sex. Wie siehst du das? Wir sind momentan in so einer Phase, mein Mann und ich, wo wir auf dem Bett sind und wir total wild und aneinander geschlungen sind, uns angucken und eben ganz laut sagen, wow, wir haben gerade richtig Männersex. Und das ist für mich, wenn man eben diese Leidenschaft spürt, das ist für mich Sex. Du kannst rein und rausstecken, 5 Minuten bist du fertig und kannst deine Hose anziehen und rausgehen und das ist auch kein Sex. Es ist die Definition, wie fühlst du dich? Also in unserer Beziehung ist sehr viel Gefühl dabei. Ich als Italiener, er als Schwabe, er ist da etwas weniger gefühlsemotionaler als ich. Bei mir hat alles immer einen Sinn, eine Emotion, eine Bezeichnung, eine Deutung. Und ich kann dir die Antwort so sagen, es muss nicht immer Penetration dabei sein. Also Ja. spannend, du setzt jetzt eigentlich Sex mit Leidenschaft zusammen. Also Sex ist gleich Leidenschaft. Und wenn es nicht zu dieser Leidenschaft kommt, als es aber zur Penetration kommt, dann ist es für dich auch kein Sex. Wir werden im Laufe der Gespräche und der Fragen, die du mir wahrscheinlich stellen wirst, dann feststellen, dass ich mich selber widerspreche. Aber dieser Widerspruch ist auch wichtig, ist wichtig als Mensch. Ja, Man ich denke muss. mir, es ist nicht alles schwarz-weiß irgendwie, wenn es Ja. um Widersprüche kommt. Es ist nicht alles schwarz-weiß. Und ich Genau. meine, man kann einen Tag wirklich so gelaunt sein und am nächsten Tag ist man komplett anders gelaunt. Und ja, das bringt ja auch so ein bisschen Spannung ins Leben, oder? Definitiv gebe ich dir recht, ja. Ja, wir waren jetzt bei euren Anfängen. Und nach 12 Jahren denke ich mir so, man kann ja auch mal ruhig etwas kreativ werden. Im Laufe dieser Jahre, wo ihr Sex hattet, welche Höhen gab es da und welche Tiefen gab es da? Nimm uns mal so ein bisschen mit in euren weiteren Verlauf. Also die größte Tiefe ist für mich als junger, schwuler Mann zu erfahren nach 9 oder ja, nach 1,5 bis 2 Jahren, dass du einen Partner neben dir hast, der dich abgöttisch liebt, deine inneren Wesen so hinnimmt, ob du maskulin oder männlich bist, das spielt momentan keine Rolle für ihn. Wenn du als junger Mann aber erkennst, dass Sex in der Beziehung, die du mit diesem Mann hast, nicht mehr
Rolle Nummer eins spielt. Das war für mich erstmal, musste ich schlucken. Was meine ich damit? Der Marco ist ein ganz intellektueller Mensch. Gleichzeitig ist er sehr, sehr humorvoll und hat einen schwarzen britischen Humor. Wenn man einmal ihn knackt, dann hast du ihn nie wieder los. Ne? Dann hast du einen treuen Freund. Dann hast du ihn für immer an der Backe quasi. Dann hast du für immer ihn an der Backe. Und am Anfang, als ich mit ihm über Sex mit anderen oder eben Sex bei uns gesprochen habe, war uns eins eben klar. Die Liebe, die wir zwischen uns haben, ist das eine. Und die Liebe oder der Sex, beziehungsweise der Sex primär mit anderen, ist eine andere Story. Mhm. Und da kommt eben dieser Hoch und dieser Tief. Die Höhe, einen richtig erotischen, gut aussehenden, ja, es ist jetzt erstmal optisch gesehen, typischen Macho-Bild. Und daneben einen tiefgründigen, religiösen, zugleich sportlich und ja, von der Intelligenz so hoch, dass du denkst, boah, das schaffe ich niemals. Ja, und sehr viele Menschen meinten, ach, du bist doch nur bei Espedito, weil er eben jung ist und weil du in der Midlife Crisis bist und alle diese Stimmen. Wir müssen heute sagen, ihr hattet Unrecht. Wir sind jetzt seit 12 Jahren schon zusammen. Ja. Und 12 Jahre, kann man ja so schon sagen, sind sehr viele Jahre. Also über ein Jahrzehnt seid ihr schon zusammen und habt da auch die verschiedensten Sachen ausprobiert, schätze ich mal. Was waren da so Sachen, die ihr im Bett zusammen gemacht habt? Jetzt mal außerhalb von, jetzt mal ausgenommen, dass ihr vielleicht Sex hattet mit anderen Leuten. Was habt ihr zusammen als Paar gemeinsam gemacht? Dadurch, dass ich ja am Anfang schon erwähnt habe, dass wir Fetische gemeinsam eben hatten oder haben, bei ihm ist es primär Leder und er hat eben auch diese Master-Rolle-Figur gehabt und ich habe mich quasi darum bemüht, eben sein, ich will jetzt nicht sagen Sklave, aber eben seine Figur, seine Fantasie eben auch zu sein. Für ihn war es am Anfang schwierig, weil er eben ein Sklave in der Rolle als minderwertig sehen muss, um als Master gerecht zu werden. Ich hatte damit kein Problem, er hatte ein bisschen damit ein Problem gehabt, mich jetzt zum Beispiel ja, zu knechten oder mich zu bestrafen. Mhm. Und als er aber diesen Umschwung hatte, hatte er richtig Spaß gehabt. Diese Ehe oder Beziehung neben zur Seite zu schieben und mich aber als spielende Figur zu sehen. Und wir haben uns immer gesagt, wenn wir uns umziehen in unsere Fetisch, dann sind wir eben zwei verschiedene Menschen. Und das ist wie eine Verwandlung, wie eine Verkleidung. Ja. Und Leder, Sadomaso, SM im soften Bereich ist das, was uns am Anfang sehr viel Spaß gemacht hat. Und auch mit einer Flasche Bier auf dem Sofa zu sitzen in Lederkluft und sich einfach geil zu machen, das ist schon eine pure Befriedigung am Anfang gewesen, ja. Das kann ich mir gut vorstellen. Was macht man dann aber in dem Moment, wo man merkt, okay, wir haben jetzt, ich habe das Gefühl, nein, ich ruder noch einmal zurück. Ich habe das Gefühl, dass viele Leute in Langzeitbeziehungen sich dann denken, okay, ich weiß, was meine Partner scharf macht. Und dann wiederholen sie diese Sachen. Und irgendwann ist dann das Zenit erreicht und diese, ich will das jetzt nicht so ausdrücken, Geilheitskurve ebbt ab, aber die Freude an dem, was man macht, was einen so geil gemacht hat, das flacht ab. Wie ergreift man den Moment, um zu sagen, hey Partner, lass uns was Neues machen, weil ich spüre das einfach nicht mehr. Die Situation hatten wir auch und es ist wie mit allem, wenn man jeden Tag das Gleiche isst, dann wird es langweilig. Genau das habe ich gemeint. Richtig, genau, das. Genau, wenn man eben jeden Tag
Sex hat, ob es Blümchensex ist, ob es eben Hardcore-Sex ist, ist egal. Es muss besonders bleiben. Ich sage jetzt nicht, ich habe ein Geheimrezept für jeden. Ich habe Das aber gibt es für. auch nicht. Ich habe das Nee. Gefühl, dass dieses Ja. Geheimrezept, ich glaube, viele wünschen sich das, aber das gibt es einfach nicht. Und gerade wenn man eben andere Paare, die seit Jahren schon zusammen sind, hörst du immer so, nach 5, 6 Jahren hat man keine körperliche Nähe mehr. Ich habe das auch hier in meiner Umgebung. Da läuft eigentlich Sex seit 10 Jahren nicht mehr. Und ich habe zu meinem Mann gesagt, das will ich nicht für uns. Und das hat uns auch ein bisschen wachgerüttelt. Aber um einen Schritt kurz zurückzugehen, dieses Nicht-Alltägliche machen. Wir haben, wenn es hochkommt, so richtig, wo ich sage, boah, das ist purer Sex für mich, pure Fantasie, ist im Monat 2, 3 Mal, wenn überhaupt. Das heißt aber nicht, dass ich mich nicht selbst befriedige, beziehungsweise dass er mich nicht dabei unterstützt. Und da ist wieder die Selbstbefriedigung. Ich löse eine Lust, eine Gierde, eine Begierde ab. Und das andere ist eben das Besondere mit ihm, die Zeit für sich als Mann und Mann zu nehmen und die Umwelt eben abzuschotten. Das klingt für mich ein bisschen so, dieses bewusste Ja. Sex, diesen bewussten Sex, das klingt so für mich ein bisschen nach Tantra, ein bisschen. Weißt du, wie ich meine? Ja, du kannst, du liegst da überhaupt nicht falsch. Es ist jetzt nichts Esoterisches, auch nichts Spirituelles. Es ist einfach, wenn ich auf dem Sofa lieg und ich spitz werde und er merkt es und ich mache einen Blick und dann bereite ich schon die Lichtstimmung im Schlafzimmer. Und ihr müsst wissen, wir haben jetzt erst seit neuestem ein neues Ehebett und dieser Ehebett muss mit ganz viel Liebe besprüht werden und das tun wir auch gerade. Und ich glaube, daran lag es auch über die Jahre, wieso wir wenig miteinander irgendwie Sex hatten, weil einfach dieser alte Bett einfach zu sehr Ballast hatte. Da merkt man eigentlich, wie sehr Sex eigentlich auch im Kopf stattfindet, oder? Weil es ist Total. ja eigentlich nur ein Bett. Du findest ihn ja nach wie vor attraktiv, schätze ich mal. Ich habe es dir jetzt einfach vorgeworfen, dass du ihn attraktiv Ist findest, immer okay, noch. kannst du mir vorwerfen. Und der Rest spielt sich eigentlich nur da oben ab. Ja, bei Markus ist da oben der meiste, wo es abspielt. Ne? Also wenn er sich, es ist natürlich jetzt unfair, mit oder über ihn zu sprechen, aber er hat mir das okay gegeben, gewisse Sachen eben zu sagen. Und das ist so ein großes Thema bei ihm, Kopfsache. Er ist ein sehr kopflastiger Mensch. Ich bin eben der Bauch-Herz-Mensch, der innere Mensch. Ne? Und dieser Gleichgewicht in der Beziehung bekommen wir sehr gut hin, mal mehr, mal weniger. Und wenn ich eben mehr Kopf sein muss, dann ist er da für mich. Und wenn es darum geht, sich loszulassen, dann nimmt er es aber auch von mir an. Und ich merke, seit 1, 2 Monaten nimmt er komplett sehr viel von mir an. Und es wird besser. Es wird besser, definitiv, ja. Ja, ich kann das sehr gut nachvollziehen mit diesen Kopf- und Bauchmenschen. Ich sehe mich da auch eher so als Kopfmenschen. Und ich denke auch, dass ich dieses Gefühl brauche, dass ich mich fallen lassen kann bei jemandem. Fallen lassen ist ein ganz guter Stichwort. Wenn du dein Gegenüber, egal mit was du anfangen willst, es nicht zulässt und du machst es nur, weil du deinen Partner beglücken willst, das hatten wir auch. Ich habe oft erlebt, dass der Marco mich gestreichelt hat, meine Brustwarze stimuliert hat, um mich glücklich zu machen. Aber ich habe seine innere Unruhe bemerkt und dann habe ich gestoppt. Und natürlich hat es dann gekriselt, weil ich der Meinung war, dass wir so ehrlich und offen miteinander umgehen müssen, um zu sagen, hey, hör zu, Espedito, heute geht es mir nicht gut, sei mir nicht böse. Und bei mir ist immer der große, große Punkt direkt und Ehrlichkeit. Bekommt man bei mir alles. Wer mit mir spricht, boah, der bekommt bei mir alles. Die Ja. volle Ladung Ehrlichkeit, aber so wollen wir das auch. So sollte es Ja, auch sein, oder? definitiv, Antonio, ja. So sollte es auch sein, dass man in seinem Sexleben offen und ehrlich kommuniziert. Und
Mir hat auch das gefallen, was du vorhin gesagt hast. Ihr habt das Bett einfach ausgewechselt. Also ich glaube, es sind manchmal, ich meine, ich war persönlich nie in einer Beziehung, die 12 Jahre gedauert hat. Meine längste war 3 Jahre lang. Und in der hatte ich jetzt, den Sex konnte man vielleicht an einer Hand abzählen, so gut wie gar keinen. Ich spüre das, was du sagst. Trotzdem spüre ich das, was du sagst. Dass es die Kleinigkeiten sind, die man abwechseln kann, wie ein Bett oder dass man das Licht ändert, dass man die Lichtverhältnisse ändert, dass man vielleicht den Ort ein bisschen ändert und so weiter. Wie gesagt, weil das alles auch irgendwo im Kopf sich abspielt. Es sind ja auch Gerüche. Wenn er zum Beispiel Ledergerüche riecht, ja, dann geht es natürlich bei ihm ab. Ja, ich möchte jetzt nicht zu sehr hervorspringen, aber wir waren jetzt in Hamburg und wir wollten eigentlich ihn einkleiden mit neuer Lederklamotte. Er hat aber so viel. Dann habe ich gesagt, okay, gut, jetzt ziehe ich mal auch was an und ich hatte einen kompletten Outfit. Und er hat mich angeguckt und hat gesagt, okay, gut. Ciao Leben, du kaufst das, du nimmst das und gut ist. Und so habe ich jetzt zum ersten Mal, wo ich sagen kann, es sind meine Boots, es sind meine Hosen, es ist meine Weste, es ist mein Hut. Und das wird uns auf jeden Fall in die Zukunft sehr viel Freude bringen. Aber nicht, weil ich mich verwandle als Ledertyp, als Ledermacho. Es ist nur eine Unterstützung, weil im Primär nimmt er mich auch nackt. Aber es ist eben eine Unterstützung. Ja, alles, was die Fantasie eben anregt und die Fantasie spielt sich im Kopf ab, denke ich mir, sollte auch alles erlaubt sein, wie du ge gerade gesagt hast. Du hast dein Leder, aber du hast ja auch deine Drag-Sachen, wie du mir im Vorhinein schon verraten hast. Ich Genau. hatte vor kurzem ein Interview mit einem Typen, also Max von Prince Charming Staffel 3, und er hat mir über das Sexleben von Drag Queens erzählt. Mich würde jetzt mal interessieren, hattet ihr jemals auch Sex in Drag? Nein, ich muss es so leider beantworten. Nein, Leider. ich habe aber eine Erklärung. Alles, was Frauenklamotten, Schminke zu tun hat, hat der Marco eine große Abneigung. Bei mir war es am Anfang auch so, ich habe mich in der Verwandlung nicht erotisch gesehen. Dann hat sich eine Figur bei mir entwickelt. Die Patiara, das ist die Schwester mit dem Schnauzer. Das ist die größte Bitch unter den drei Schwestern. Ja, ihr hört richtig, es sind drei Schwestern, die ich habe. Also das heißt, wie viele, aber fassen wir mal kurz zusammen, wie viele Persönlichkeiten hast du jetzt? Also, heute sprecht ihr mit Espedito. Ja, das bin ich, der Reellste von allen. Dann haben wir die Älteste, Patricia Aguilar. Das ist die, ja, die Schönheitsqueen, ne? Die Haarlose, dann haben wir Patiagra, das ist die mittlere, die Signature. Maskulin, Weiblichkeit, wen kümmert's? Sie zeigt sich so, wie sie ist. Sie hat Brusthaare, Hosen, bzw. Barthaare und Beinhaare. Das siehst du bei ihr. Und dann haben wir die Jüngste, das ist Patikara. Und Patikara ist eine Anlehnung an die Chansonsängerin Raffaella Carrà. Und da führt uns alles wieder Ja. Chanson. Du meinst nicht den Eurovision Song Contest jetzt, oder? Nicht Okay. wirklich. Sie hat es auch mal moderiert in Italien, aber das Okay. Traurige, sie ist dieses Jahr am 5.7., glaube ich, 5.7. war es, verstorben. Und mir ist es so nahe gegangen, dass ich gesagt habe, okay, Queen, du wirst in einer Figur von mir weiterleben. Mehr möchte ich nicht sagen, weil sie ist noch in der Bearbeitung, diese Schwester, die will raus. Ich habe diese Perücke vor mir. Ja, du darfst bald rauskommen, aber piano, piano. Ich kann kein Italienisch, aber ich. Das hast du doch verstanden. Piano, piano. Ruhige, Ja. ruhige. Das habe ich schon verstanden. Das heißt, man könnte so sagen, ihr habt jetzt kein Sex in Drag und es würde jetzt auch nicht mit dieser neuen Figur so weit kommen, oder wie? Leider nicht, nee. Und ich muss auch Also wirklich von seiner sagen, Seite aus, weil du sagst leider nicht, da höre ich so ein bisschen raus, okay, du würdest es dir vielleicht so ein bisschen wünschen, oder? naja, ich würde es mir wünschen, wenn ich als Espedito in einem
in einem Kleid, was ich jetzt kommenden Sonntag anziehen werde. Das ist ein Rubberkleid, Bordeaux-Rot. Ich als Expedito in diesem Kleid Sex haben kann mit ihm. Das würde ich mir natürlich wünschen. Ich habe ihm vor ein paar Tagen meine Webseite gezeigt, wo Männer-Dessous mit Nylonstoff produziert wird. Und ich stehe total auf Nylon. Und er hat mir halt ehrlich gesagt, er sieht es halt nicht. Und das ist okay. Das Aber ist okay. was macht man Ja. in diesem Fall, wenn einem selbst etwas gefällt und es dem anderen nicht gefällt, beziehungsweise umgekehrt? Was macht man in dem Fall? Naja, ich weiß es ja nicht, ob es mir gefällt. Ich habe ja die Fantasie. Und um die Fantasie ausleben zu lassen, muss ich sie ausleben. Ich habe jetzt am Samstag in Hamburg auf einer Party ziemlich viele Zusprüche erlebt, ziemlich viel Geflirte. Und mir wurde auch sehr viel Kompliment gegeben. Und da habe ich gemerkt, okay, Patiagra macht was mit schwulen Männern. Und ich weiß, dass diese Fantasie von sehr vielen schwulen Männern gewollt wird. Ja, quasi ein Kerl mit einem Kerl Sex zu haben, der verwandelt ist. Ich kann noch nicht sagen, ob man jemals das bei mir bekommen kann, weil ich diese Gelegenheit bereits in Köln gehabt hatte. Da war ich auch als Patejager unterwegs und mich hat zu der Zeitpunkt eben nicht heiß gemacht, nicht geil gemacht. Und letzten Samstag auch nicht, deswegen, ja, Mal ich. sehen, vielleicht kommt es ja noch in Genau. nächster Zukunft. Man weiß es ja nicht. Auf jeden Fall, was ich weiß, ist, dass wir jetzt unser Kartenspiel beginnen. Du sagst einfach Stopp und ich ziehe die oberste Karte. Und das sind so Karten, die benutzt man eigentlich zum Kennenlernen. Also wenn ich jetzt jemanden näher, tiefgründiger kennengelernt habe, zieht man da eine Karte und da sind zwei Fragen drauf und die kann man sich gegenseitig stellen. Und es geht ums Thema, also es gibt ein Deck für Beziehungen und es gibt ein Deck auch fürs Thema Sex. Bist du Okay, bereit? ich bin bereit. Sehr gut. Also, welche No-Gos gibt es für dich im Bett und wieso? Dirty Talk. Wieso? Weil Echt? man, ja, weil der Gegenüber mitmachen muss. Ich stehe total auf Dirty Talk, aber ich habe auch mitbekommen, dass Typen eben es nicht so toll finden. Okay, aber du stehst drauf. Ja. Hast du gerade gesagt, okay, dann ist es aber für dich kein No-Go. Oh, dann muss ich mich kurz Aber du meinst, es ist ein korrigieren. No-Go? Es ist ein No-Go in dem Sinne, wenn der andere nicht drauf eingeht. Ja. Das wäre dann ein No-Go. Das stelle ich mir auch ein bisschen komisch vor, wenn man dann so beginnt und es kommt vom Gegenüber nichts. Was mir mal passiert ist, und ich habe einfach nicht gewusst, wie ich darauf reagieren soll. Ich war bei jemandem. Und urplötzlich, total plötzlich, beginnt der Typ mich anzubellen. Der bellt mich einfach an. Und ich stand dann da so wie angewurzelt und ich wusste nicht, was ich machen soll. Damit kann ich Soll dir ich auch. zurückbellen? Bellt man in diesem Moment Ja, zurück oder ich ja, weiß ja. es nicht? Du musst ein Spiegel sein. In dem Moment, wenn du es noch nicht wirklich fühlst, musst du ein Spiegel sein. Denn ich hatte dasselbe Erlebnis. Ich war als Papi unterwegs, das heißt als Hundemaske und war in dem Moment Hund. Ne? Das ist Doggy's Play. Und mir war danach zu bellen und zu jauzen, aber die anderen Papi nicht. Und dann habe ich einfach weitergemacht und habe die animiert, weil oft hat man diese innere Hürde, die man eben brechen muss. Ja, das ist eine Sache. Also das Animieren ist eine Sache, aber ich finde, genau in solchen Sachen, die dann schon ein bisschen den Rahmen sprengen, sollte es dann doch so sein, dass man sowas vorher abklärt. Das Damit es stimmt. eben nicht zu solchen Momenten kommt, wo man sich einfach peinlich berührt fühlt. Das stimmt, ja. Also Kommunikation ist wie immer das A und O. Ja. Finde ich bei solchen Sachen. Gebe ich dir recht, Also ja. für mich ist auf jeden Fall ein No-Go im Bett bellen. Bellen. Okay, gut. Gut zu wissen. Okay, die nächste Karte. Wenn es eine Sache gäbe, die unser Sexleben noch besser machen könnte, welche wäre das für dich?
Also unser Sexleben, damit ist gemeint, das Kartendeck ist jetzt natürlich für Paare ausgerichtet. Ich stelle dir die Frage trotzdem, wenn es eine Sache gäbe, die euer Sexleben noch besser machen könnte, welche wäre das für dich? Wenn wir unser Kopf abschalten könnten, unsere Gedanken einfach abschalten und einfach uns gehen lassen könnten. Ja. Ja. Hey, du Einfach die sprichst mir Gedanken. aus dem Herzen. Du Ja, die sprichst mir aus dem Gedanken Herzen. einfach loslassen. Wie macht man das? Wie funktioniert Ja. das? Vollkommene innere Ruhe haben, sich mit sich und der Umwelt einfach abzuschließen. Wenn man in die Ja. Wohnung reinkommt, dann soll die Umwelt eigentlich draußen bleiben und die Gedanken auch. Es ist schwierig, ich weiß, nicht mal die Ältesten von unseren Eltern können das, aber ich habe gemerkt, dass ich so langsam meine Technik dafür gefunden Ja, habe. ich glaube aber Ja. auch, dass da viel mehr dazugehört, als einfach sich kurz davor irgendwie vorzubereiten, sondern Ja. da gehört einfach so eine Lebensphilosophie dazu, dass man sagt, dass man sich den fallen lassen kann und im Moment sich dem Partner hingibt. Und all das, diese Lebensphilosophie, bringt dann einen in so einen Geisteszustand einfach, glaube ich. Und nach ein paar Tagen glaube ich, dass man merkt, okay, da hat sich was bei mir geändert. Ich glaube, man sagt ja auch so immer, 3 Wochen braucht man, bis sich eine neue Gewohnheit irgendwie bemerkbar macht. Ich mache das jetzt zum Beispiel mit meinen Meditationen wieder. Und ich glaube auch, dass sich das auf alle Lebensbereiche, also auch auf den Sexbereich, auswirken wird. Ich hoffe es. Ich hoffe es einfach. Ja, ich hoffe es auch und ich glaube, du wirst deinen Weg auf jeden Fall diesbezüglich auch gehen, weil es gibt nichts Schöneres, wenn man einfach sich loslassen kann. Ja, Ja. absolut, absolut. Bist du bereit für deine letzte Frage heute? Yes. Magst du Pornos? Wenn ja, welche Kategorie schaust du dir am liebsten an und warum? Ich mag Pornos, ich schaue und konsumiere sehr gerne. Ich habe auch selber schon was produziert. Aha, okay. Ja, und gerne mag ich französische Pornos. Also ja, selbst gedrehte Looks, das sind für mich Absolut. pure, ja. Absolut. Amateurpornos, finde ich, Ja. es ist einfach viel realer als das, was uns gezeigt wird. Natürlich muss man auch sagen, dass da auch einige Sachen fehlen. Man zeigt nicht diese ganze Vorbereitung, die es braucht. Weil da ist es dann Yes. meistens auch immer nur so ab dem Moment geschnitten, wo man ja, penetriert und das war's. Ich fände sowas mal richtig, richtig spannend, so einen kompletten Film quasi von A bis Z zu sehen, wie es dazu kommt. Und nicht so wie in irgendeiner Sendung, wo 2 Männer Hals über Kopf sich ins Bett stürzen quasi und ja, einer den anderen penetriert, weil das einfach so fernab von der Realität ist, glaube ich. Es ist diese französischen Pornos, die wir eben gerade erwähnen, ist eben das. Du gehst Echt? wohin, du triffst dich, du küsst und du machst die Hose runter und dann geht's zur Sache. Und das ist das, was wir ja alle haben wollen, wenn wir unser Druck loshaben möchten. Ja, und deswegen mag ich solche Pornos am meisten. Spannend. Ich werde einfach französische Porno googeln danach. Genau, bitte. Wobei ich echt sagen muss, bei Pornos, dass es nicht so viel auslöst in mir. Also ich meine, natürlich bin ich irgendwo erregt, ja, aber es berührt mich nicht. Es ist für mich ein Unterschied, ob ich erregt bin oder ob ich wirklich auch berührt werde und ob das wirklich sowas bei mir so ganzheitlich etwas auslöst. Das sind 2 Paar Schuhe. Das ist eben das, wenn viele meinen, sie können zum Beispiel auf keiner Sexparty gehen, weil das ihnen zu unpersönlich ist und sie brauchen immer eine persönliche Touch, um Sex zu haben mit jemand. Ja, es ist dieser persönliche Touch und das Ja. sehe ich genauso wie du, dass ich diesen persönlichen Touch brauche. Das finde ich ist ja auch das, was Sex ausmacht. Ich meine, Masturbation schön und gut, das soll auch irgendwo sein. Aber ich brauche tatsächlich so dieses Gegenüber, das die Gefühle in mir auslöst.
Kann ich verstehen, ja. Ja. Auf jeden Fall danke ich dir für das tolle Kartenspiel. Ich Gerne. glaube, wir haben so ein bisschen mehr Einblick darin bekommen, über euer Sexleben auch. Zum Abschluss interessiert es mich jetzt brennend, wie spreche ich es an, wenn ich mir etwas Abwechslung im Bett wünsche mit meinem Partner? Wie mache ich das? Wie initiiere ich diesen Moment? Ich kenne das zum Beispiel. Für mich gibt es zum Beispiel nichts Schlimmeres, als zu sagen, ich muss mit dir reden. Kennst du diesen Moment? Das löst so ein Grauen in mir aus. Dieses, ich muss mit dir reden. Und ich denke, man kann solche Sachen besser ansprechen. Wie machst du das? Also ich arbeite sehr gerne mit Bildern, mit Clips, mit Infomaterialien. Hört sich jetzt alles so, ja, so gerade, aber für mich ist Arbeit mit Bildern am wichtigsten. Ja, also ich gehe nicht hin und sage, Marco, ich muss mit dir reden, sondern ich zeige Ihnen eine Website und sage Ihnen, was hältst du davon? Und das habe ich mit dieser Nylon-Geschichte gemacht. Und dann hat er die Möglichkeit gehabt, durch den Shop durchzugucken. Oder wenn Beziehungen meinen, sie müssten ein bisschen frischen Wind bringen, geht dann lieber doch in den Sexladen. Lasst euch vielleicht sogar geil beraten. Ja. Ja. Oder eben, ja. Ja. Bei mir ist einfach nur so ein komisches Bild gerade im Kopf. Ich muss es einfach loswerden, wo du Bitte. gesagt hast, dass du das mit Grafiken und so weiter vorbereitest. Ich habe mir da echt gerade vorgestellt, wie bei so einem Business-Meeting ausschaut. Du holst den Flipchart raus, hast all deine Tortendiagramme und ich habe keine Ahnung, was noch, sonst noch was aufgezeichnet und erklärst ihm so das mit so einem Stab, das, das und das, das möchte ich und darauf stehe ich. Antonio, du hast heute einen Gast, der ein Business hat. Und Business ist man ja sich selbst und überall ist Business. Ich verkaufe ja auch meine Person Expedito. Das ist ja nicht so. Ich bin aber eine ehrliche Person. Das ist das der große Unterschied. Ja. Nee, das ist einfach die Humor durchs Leben zu gehen und sich nicht immer ernst zu nehmen. Und das ist das, wo auch unsere Beziehung so stark macht, eben ernste Zeiten miteinander gehabt zu haben, aber auch schöne und lustige Zeiten gehabt zu haben, ja. Ja, sehr Genau. schön. Dann bedanke ich mich ganz herzlich bei dir für das tolle Gespräch mit dir. Ich danke dir und viel Spaß beim Hören. Ich bedanke mich auch bei allen fürs Zuhören und falls ihr diese Folge über Spotify hört, dann klickt auf den Folgen-Button und teilt diese Folge auf Social Media. Und nächste Woche geht es auch schon wieder weiter mit der Reihe Mein Sex. Seid gespannt, welche Sexthemen da wieder auf euch warten. Also, bis zum nächsten Sonntag bei Vollqueer.